Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mountain Blade Warband mit mir, dem Malte, mit... Ah ne, Warband ist ja gar nichts, ist ja Fire and Sword. Mit mir zusammen, dem Malte, mit Dietmar, deren Dorffreunde und wir sind jetzt hier vor Vilna. Ja, Freunde, wir haben das letzte Mal eine kleine Runde gedreht, was Händlersein angeht und sind tatsächlich wieder aus dem Gröbsten rausgekommen, Freunde. Also, ja, sah zwischenzeitlich nicht so schön aus. Wir wurden auch wieder ein paar Mal wieder hops genommen, aber jetzt gerade sieht es ja ganz so weit aus, dass wir zumindest von Banditen uns nicht mehr so fürchten müssen. Jetzt momentan sind Deserteure und halt natürlich schwedische und krimkatarische Truppen die größten Feinde, die größten Gefahren. Wir gehen jetzt nach Vilna und gucken, was wir unsere Riesenwaren hier mal irgendwie anbieten können. So, Töpferwaren kriegen wir schon mal gut los. Butter geht auch sehr gut weg. Kann ich mit ziemlich großer Sicherheit sagen. Ich sag mal bis 140 so ungefähr. Yep, das dürfte passen. So, das Samt könnte man auch schon verkaufen. Sind wir auf der sicheren Seite dann? Yep, machen wir. Das Hanf lohnt sich tatsächlich auch. Der Wein ebenso. Gut, das heißt, wir kriegen jetzt den Großteil unserer Waren weg für 3000 Taler. Das heißt, dahingehend haben wir jetzt mal ein bisschen was gemacht. Könnt ihr noch mal reingucken? Ist hier noch irgendwas Günstiges dabei? Eher weniger. Gut, nehmen wir tatsächlich 3400 Taler mit. So, stehen jetzt hier ganz gut da und müssen jetzt gucken, wie wir weiterfahren, Freunde. Warschau und Königsberg gehören aktuell uns. Das heißt, ich würde ganz gerne hier in die Ecke nochmal reingehen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, jetzt hier jederzeit polnische Truppen sein könnten, mit denen wir es zu tun haben. So, Königsberg. Wie gesagt, ist unsere Haltestelle. So, Burg Lida wird direkt belagert. Gute Entscheidung, schon mal nicht nach Burg Lida zu gehen. Wir befinden uns hier relativ nah der Front. Muss man ganz einfach so sagen, Freunde. So, kriegen auch hier jetzt die Butter weg und das zu sehr guten Konditionen. So, nehmen wir jetzt nochmal hier tatsächlich zwei Öl mit. Das Leinen nehmen wir nochmal mit. Na, der ist mir zu viel. Wolltücher jetzt nicht so. Gut, dann lassen wir das tatsächlich nochmal einsacken. 91 Taler zahlen wir dafür, für diesen kleinen Warentausch. Gehen dann jetzt nochmal rüber nach Warschau und versuchen sowas nochmal zu ergattern. Aber wie gesagt, jetzt leben gefährlich, Freunde. Jetzt gerade auch hier in der Ecke selbst, mal gucken. So, von Königsberg ist übrigens neuer Marschall, sehe ich hier gerade im Block. Also darf man sich nicht wundern, wenn es tatsächlich ein neuer Marschall auftaucht. So, wir haben das Öl, was wir verkaufen können. Ne, das Leinen ist noch nicht so prickelnd. Werkzeuge sehe ich jetzt auch noch nicht so. Tabak sehe ich jetzt auch noch nicht. Ja, sehr viel Bier tatsächlich, Freunde. Was unter 50 ist, nehmen wir mit. Gut, und 14 Taler dafür erhalten. So, und jetzt müssen wir tatsächlich wieder hoch und jetzt müssen wir tatsächlich auch ganz hoch Richtung unser Heimatgefilde, weil ich muss ja auch Truppen aufrüsten. Das heißt, wir müssen immer hier Richtung Brücke und das alleine wird auch schön unterfangen werden. So, aufpassen, hier sind jetzt Banditen, Brisanten, 26 sogar von denen, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber ich glaube, die haben Bock auf uns. Die haben Bock auf uns, Freunde. So, Lumbis Gesindel klingen spielen lassen, obwohl, ach, wir haben es geschafft, dass es tatsächlich nur die 7 sind. Ja gut, dann geht das tatsächlich gut vonstatten. Die 26 dahinter ist noch dazu, wäre echt ein bisschen hart geworden. So, mit 7 müsste unsere Truppe eigentlich klarkommen können. Wir sind in der zahlenmäßig überlegen. Ja gut, der erste Schuss war natürlich wieder nichts. Absolut ins Nirvana gejagt. So, schon besser. So, mittlerweile haben wir wenigstens auch was wie ein Säbel mal wieder. Das heißt, wir können tatsächlich auch jetzt hier ein bisschen was mitnehmen. So, zack. Zack. So, 115 mittlerweile auch schon in Nahkampfwaffen, also in Einhandwaffen. Auch schon mittlerweile ein bisschen ordentlicher. Heißt, der Schaden, den wir damit machen, lässt sich auch auf jeden Fall schon mal sehen. Da halten nur die gut gerüsteten Einheiten stand. So, jetzt aber, was haben wir jetzt hier für eine Schlacht? Oha, Karrenzug gegen einen polnischen Fürsten. Der hält das gerade genau so weit exakt auf, dass wir einigermaßen vorbeikommen. Es tut mir natürlich leid für die Karawane, Freunde, aber damit können wir uns jetzt nicht beschäftigen. Weil das ist einfach zu hart. Das ist zu viel des Guten. So, wir gehen jetzt hier hoch. Haben jetzt nochmal einen Karrenzug, der vorbeikommt. Und kriegen jetzt 10 Deserteure ab. Mist. Okay, aber das sind alles samt... So, allesamt tatsächlich Leute, wo man sagen muss, F3, vorhin auf mein Kommando, Jungs, ihr dürft euch jetzt nicht so lange aufhalten lassen. Wo man sagen muss, die kann man besiegen. Das geht. So, sieht zu, dass ihr jetzt hier rüberkommt. Meine lieben Freunde.
Der ist halt die Speerträger. Das ist jetzt nämlich das, was ich nicht meinte. So, Position halten. So. Feuer auf mein Kommando. Feuer frei. Kommt, Jungs, ihr müsst jetzt was erwischen. Die Nahkämpfer dürfen jetzt nicht hier ankommen. So, einen haben sie. So, den kümmere ich mich kurz drum, dass sie so ein bisschen abgelenkt sind. Sehr gut. Sehr schön, Jungs. Kommt, der letzte. Gib mir den noch. Danach ist es ein reines Fernkampfduell. Sehr schön. So. Okay, alle Einheiten zum Angriff. Das heißt, dass ich jetzt auch tatsächlich meine Truppenvorteile nutzen darf. So, der wird niedergeritten und der schießt uns tatsächlich ab. 100 Schaden, Freunde. Ach du Heilige. Rückzug. Okay, 8 gegen 2. Truppen sollen ohne uns angreifen oder müssen uns angreifen. So, und haben es tatsächlich geschafft. Wir kriegen einen Scharfschützen gefangen genommen. So, okay, und hier ein Veteran raus. Boah, Freunde. Wirklich nicht schön. Wirklich nicht schön, diese Schlacht gewesen. Aber es reicht. So, wir nehmen natürlich das mit, was wir kriegen können. Und sind jetzt tatsächlich in heimatlichen Gefilden angekommen. Boah, geschafft. So, erster Halt Burg Dünaburg. So. Hier ist mal Richtung Gemischtwarenhändler. Und hier ist erstmal den Kram liegen lassen. Das brauchen wir noch. Ja, ein Pulver kann man hier wohl lassen. Das Bier ist jetzt nicht so prickelnd. So, nehmen wir mit. Weiter geht es Richtung Riga. So, in Riga kriegen wir das Bier ganz gut los. So, ein paar Fässer. So, Tabak. Wir nehmen auch mal zwei Kisten mit. Pulver nehmen wir mit. Das lohnt sich auch nicht. Das Leinen kann man hier gut lassen. So, und dann erhalten wir 100 Taler dafür, dass wir das jetzt ein bisschen verschieben können. So, habe ich unten noch irgendwas? Nein, habe ich nicht. Gut, das ist also das Warenportfolio, was wir haben. 10.000 Taler ist auch gerade auf Lager, Freunde. Die wir natürlich jetzt benutzen werden, um jetzt erstmal einen Rival gleich mal eben ganz kurz wirklich ein paar Geldreserven anzubauen. Wirklich, also so ein bisschen was muss jetzt sein. Das habe ich jetzt aus den letzten Malen echt gelernt. Kaufmannsgilde. So, Geld für mordlich 14 hinterlegen. So, zack, zack. Transaktion anschließen. So, Einlage abheben, 5.000 Taler. Nee, will ich nicht. Kann da bleiben. So, 4.000 haben wir jetzt, Freunde. 4.000 Taler haben wir jetzt noch. Das heißt, wir gehen zum Mischwarenhändler, gucken hier jetzt nochmal rein, kriegen jetzt hier das Bier nochmal verhökert. Der Tabak ist auch schon sehr gut direkt, oder? Tue ich mich gerade? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich gerade gut sogar. So, die packen wir ein. Die Pelze lohnt sich nicht. Das Salz lohnt sich nicht. Na, zwei Töpferwaren lohnt sich noch. Dann haben wir jetzt ordentlich Pulver mit uns rumschleppend. So, gehen jetzt mal eben zum Söldnerlager und machen jetzt mal eben nochmal aus unseren paar Einheiten wieder ein paar mehr Einheiten. Finden den Söldnerhauptmann. Einige Soldaten anwerben. 5 Stück. Einige Soldaten anwerben. Okay, geht gerade nicht mehr. Gut, alles klar. Haben wir jetzt zumindest hier 15 Leute. Also so wie wir vorhin quasi losgeritten sind und können jetzt dann entsprechend nochmal wieder das hier zu Geld machen. So, gucken wir hier rein. Ein geht auf jeden Fall hier. Pelzen sehr günstig. So, Festung Dorpat. 2 kann man hier auf jeden Fall lassen. Ansonsten, ja, gut, okay, lassen wir mal 2 hier. Achso, lass gut sein. Gut, einen hier und dann einen drüben. Gut. Und dann, wobei, wenn ich jetzt gerade schon hier bin. Ja, einen nehmen wir doch nochmal mit. Genau, so machen wir das. So ein bisschen Waren verkaufen ist schon drin. So, und dann Richtung Nava. So, und Ratsherr bildet uns tatsächlich die Botschaft. 8 Männer müssen wir zusammensammeln. Herrlich, ich wusste, dass das noch kommen muss. Aber zumindest nicht so. Okay, oder direkt wieder instant abgebrochen, weil da wohl irgendwie was anderes passiert ist. Weil die Belagerung der Burg da stattfindet, geht es tatsächlich jetzt nicht in den Offensivfeldzug. Alles klar. Müssen die ja wissen, nicht mein Bier. So. Gut, hier kriege ich tatsächlich auch nichts Sinnvolles raus. Das heißt, jetzt haben wir nochmal 4.000. Das dürfte nochmal reichen, um tatsächlich jetzt hier
um Söldnerhauptmann nochmal eine Stange zu bestellen. Nee, nicht bessere Leute, sondern nochmal einmal Scharfschützen. So, sind wir jetzt bei 20er Trupp. Puh, okay, der kann sich schon mal zumindest ein bisschen sehen lassen. Dann geht es jetzt weiter nach Pleskau und dort in der Stadt möchte ich ganz kurz mal in die Taverne schauen, ob man da vielleicht den Scharfschützen loswerden kann. Pleskau ist keine kleine Stadt. Da könnte das durchaus drin sein. So, wir gucken. Wir haben hier die Töpferwaren, die gehen wohl. Ein Pelz kann wohl noch dazukommen. Dazu sind dann noch die Dinger hier. Rohe Seide. Ne, geht nicht mehr in unser Budget hinein. Gut, dann nehmen wir das tatsächlich mit. Haben wir jetzt hier ein paar Waren. Gehen das zur Taverne rüber und gucken mal, haben wir jetzt hier Musketiersöldner, Taverngast, Buchhändler. Ja. Ja, warum denn nicht? Nehmen wir mal ein paar Musketiersöldner mit. 3 Stück. So, haben wir die wenigstens auch noch dabei. Heißt, der letzte Kavallerist, der übrig geblieben ist, ist der eine Dragoner. Der Rest ist mittlerweile schon wieder in Ordnung. So, jetzt müssen wir Geld wieder rankriegen. Ah, Karawanenzug von der Krim. Ja, das trifft sich ja gut. Haltet an, ihr braven Männer. Hier gilt es, einen Wegzoll zu entrichten. Was man nehmen kann, kann man sich hier tatsächlich schon mal geben lassen. So, Novgorod und Viborg da oben. Nächste Haltestellen. Komisch, dass uns tatsächlich auch hier wirklich so an der Grenze tatsächlich so ein Krimzug entgegenkommt. Aber naja, Zufälle gibt's, Freunde. Will ich nicht drüber meckern. So, hier kann ich wieder nur einen verkaufen, weil es fehlt hier wieder an Geld. So, hier den, ne, nicht mal hier den zweiten, das ist ja zu verzweifeln. So, hier den zweiten. Hier sogar den dritten und das passt dann soweit. Gut, sehr schön. So, Waffenhändler nochmal vorbeigesehen. Ne, aber der hat jetzt hier nicht so die geilen Sachen. Geht man offen zu. 2 an Schwert, 46, boah. Puh, Freunde, die machen aber auch Schaden. Muss man ganz einfach so sagen. So, Viborg, nächste Anstalt. So, wir können tatsächlich uns noch ein bisschen verbessern. So, und dann ist jetzt Viborg dran. So, Pulver ist hier teuer. Sehr schön. Pelze, nee, ein bisschen zu teuer, um sie mitzunehmen. Aber zumindest das Pulver hier schön begehrt. Aber wird so begehrt, dass ich tatsächlich mir wieder nur einen erlauben kann. Pro Händler. Wirklich fürchterlich. So, gesamte Pulver verschossen. Ha, 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 ha. So, hier kriegen wir einen Säbel veredelt. Das ist schon mal ganz ordentlich, das Ding. Das heißt, den veredelten Säbel will ich schon mal mit einpacken. So, zahlen wir 2000 für. Das heißt, das geht schon mal so in Ordnung. Wir brauchen tatsächlich nachher nur noch eine vernünftige Feuerwaffe wieder. Aber ich denke auch, das wird sie einrichten lassen. So, 2500 Taler, 23 Leute im Trupp, das ist doch ganz gut. Hier kann ich nochmal ganz kurz reingucken gehen, wir haben gerade eine Taverne. Ist hier irgendwer Besonderes? Wir haben hier einen berittenen Söldner, einen Reisenden. Ne, alles nicht das, was ich suche. Das heißt, das haben wir also geschafft. Dann geht es jetzt Richtung Twer. Ist jetzt ein bisschen Reisezeit, aber die nehmen wir in Kauf. So. Lina wurde genommen, Vilna wird belagert. Sieht nicht gut aus, unsere schwedischen Truppen. Aber wir kriegen auch keinen gescheiten Feldzug zusammen. Wirklich nicht, Freunde. Aber da ich längst mit gerechnet habe, dass wir mal einen Feldzug hier zusammen kriegen, also scheinen die Schweden tatsächlich so echt ihre Probleme mit zu haben. Das will und will nicht anlaufen. Naja, passiert halt. So, Richtung Moskau. So, und jetzt hier nochmal beim Waffenhändler vorbeigesehen. Ah, Radschloss-Karabiner, hier haben wir es. 4000 kostet der Spaß, ach du Heilige. Gut, das kann ich mir auf dem Hinweg noch nicht leisten, aber vielleicht auf dem Rückweg könnte das durchaus drin sein. Oh, hier sind auch dicke Stahlschilde und alles kriegst du hier. Also der Waffenhändler hier ist schon wirklich echt, echt cool. Das muss ich so sagen, der kann sich wirklich sehen lassen. So, nehmen wir jetzt mal die 5 Ortaler mit. Gehen zum Warenhändler. Und packen hier auch noch ein bisschen was ein. Jo, das passt soweit. Ja, Nahrungsmittel sind wir auch ganz gut dabei. 1000 Taler zahlen wir dafür. Dann tun wir dies und dann geht es jetzt weiter. So, wie gesagt, vor Banditen zumindest muss ich mich nicht mehr fürchten. Jetzt sind es halt nur, wie gesagt, die klassischen Truppen, die es da sind. So, plus den einen hier noch. Dürfte dann soweit reichen. Hier wieder nichts Gescheites dabei. Wobei die Wolle ist sehr günstig, Freunde. Weil so günstige Wolle lassen wir dann doch nicht durch die Lappen gehen. Dann ist Tula jetzt gefragt. Einheiten können verbessert werden, sehr schön.
So, und fragen wir hier nochmal nach. Auch hier wieder Wolle sehr günstig. Ihr könnt die Butter gebrauchen und vor allem das Pulver. Gut, und dann gehen wir mal hier rüber und lassen nochmal hier das Pulver da. So, ihr habt noch Pferde, aber auch hier wird nichts Gescheites für uns. Reitfett schwer, Reitfett lebendig ist jetzt auch nicht so das Prickelnde. Nee, nee, das passt schon soweit. Wobei ich aber immer auch meinen Gefangenen im Zuge, im Schlepptau, Taverne aufsuchen. Berittener Söldner nur. Ja, soll mir jetzt gerade angewöhnen, so ein bisschen da durchzustöbern, aber will noch nicht sein. So, jetzt hier Richtung Osten. Dann hier wieder die Brücke und jetzt sind wir gerade wieder Richtung Krim-Gebiet. Das heißt, jetzt hier ein bisschen aufpassen. Jetzt wieder Krim-Sachen. So, wir gucken mal blöde gesagt vorbei. 700er für Pulver. Nee, nicht so ganz. Wolle ist hier zwar ein bisschen teurer, aber auch nicht gut. Lassen wir es auch mal liegen. Brillanz gehen wir gar nicht erst rein. Hier kann ich aber noch in Taverne schauen. Ah, muss mich echt angewöhnen, dass ich da ein bisschen öfter reingucke. Lieber dir sollten dann. Nein! Dann geht es jetzt weiter Richtung Polterbar, Freunde. So, und da musst du jetzt halt irgendwie hinkommen. So, wir haben wieder einen neuen Marschall. Ich hoffe, der kann jetzt mal ein bisschen was Besseres machen. Aber wie gesagt, der ist wirklich fürchterlich. Jedes Mal neuer Marschall und die kriegen es alle nicht gebacken. Weil es einfach echt jedes Mal so übel aussieht. Ne, hier kriegen wir nichts. Polter war gerade ein schlechtes Fleckchen. Weiter geht's mit Perisjav. So, hier. Tabak geht's relativ günstig. Der Wein ist sehr gut. Der Hanf, oder das Hanf lässt sich sehen. Die Töpferwaren lassen sich sehen. Die Wolle kann man hier wohl verkaufen. Na komm, veranschlagen wir einfach erstmal alles hier. So, und das gibt dann tatsächlich einen 200 Taler. 200 Taler müssen wir dafür zahlen. Jetzt haben wir bereits ein breites Sortiment. So, jetzt geht's weiter mit Cherichniew wieder hier oben. Ein bisschen aufpassen. Hier ist ja relativ viel los. So, und hier gibt's. Oh, Pulver en masse. Pulver en masse, Freunde. Eieiei. Gut, okay, verkaufen wir Töpferwaren und holen uns immer das gesamte Pulver rein, was die haben. Tabak gibt's ja auch noch sehr günstig. Boah, Hanf ist unter 100. Wobei ich nämlich. Nee, also alles unter 90 ist maximal. Gut, und 1600 Taler müssen dafür lassen, aber dafür haben wir jetzt auch ordentlich was beisammen. Geht weiter Richtung Kiew. So, hier müssen wir wieder aufpassen. Gut. So, sind jetzt hier 400 Tabak, 400 Tabak. Hanf ist jetzt nicht so gefragt. Pulver ist hier noch drin. Butter war hier, genau. Butter war hier auch ganz großer Stil. So. Gut, 500 Taler zahlen wir dafür. Jetzt haben wir sehr viele Waren, nicht so viel Geld gerade, aber das ist mir auch relativ gleich. So, hier jetzt rüber. Geht auch tatsächlich reibungslos. Sehr schön. So, Hanf, Wein nicht so. Pulver sehr gefragt. Butter lassen wir einen schon mal hier. So, und dann. Ja, gut, wenn Pulver jetzt hier so sehr gefragt ist, lassen wir mal zwei hier. Kann jetzt tatsächlich aber nochmal zwei Leder besorgen dafür im Gegenzug. Hanf und Töpferwaren sind ja auch sehr billig. Das heißt, nehmen wir das Hanf hier mit. Der Wein ist hier sehr günstig. Nochmal eine Töpferware, Freunde. So, wir erhalten 1500. Wir gehen hier rüber. Lassen einen hier. Hier rüber. Lassen zwei, drei hier. Drei sind gut. Und gehen hier rüber und machen das hier auch nochmal zu Geld. Lundenschlossmuskete, nee, handgemachte Feuerwaffe, nop. Und was du, Lundenschlossmuskete, nop. So, und jetzt hier nochmal die beiden, sehr schön. So, gehen jetzt nochmal hier rüber. Holen jetzt nochmal die Töpferwaren ran. So, und haben jetzt tatsächlich 8000 plus immer auch sehr viele Waren im Korb. Lässt sich auf jeden Fall sehen. So, Cherkassi. Wie gesagt, hier die Ecke ist jetzt wirklich halt auch schon mit Krim besetzt. Also hier ist wirklich jetzt Obacht angesagt. So. Aber wie gesagt, Freunde, hier wird gerade der dicke Profit geschlagen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Hier wird gerade der dicke Profit gemacht. So, Salz, weniger, Leder, gut. Also Sekunde, wir gucken erstmal, was wir verkaufen können. Jo, dicke. Na, warte, letzte war zu viel. Aber hier kriegt man auf jeden Fall ein bisschen was los. Die Töpferware kommen noch hoch. Hier brauchen wir ein bisschen sortieren. So, na, der Wein ist auch nicht so dolle.
Gucken wir lieber, Leder kriegen wir mit nochmal und noch mehr Töpferwaren. Das Inventar ist jetzt tatsächlich voll. So, wir halten 400 und haben volles Inventar, Freunde. Es ist gut. Es sieht wie gut aus. So, nächste Ecke hier vorne. Hier mit 15 Patrouillen. Ja, merkt ihr schon, jetzt hier ist gefährlich. Also weiter gehe ich jetzt auch nicht. Das ist jetzt wirklich das Maximum. So, was haben wir jetzt hier? Hanf wird teuer erkauft. Sehr schön, nehme ich mit. Leder nicht so. Wein wird hier teuer gekauft. Lass ich mir auch mal so ausgeben. Heißt, das Leder positionieren wir jetzt mal ganz kurz eben um. So, haben wir jetzt Töpferwaren werden nicht gekauft. Butter wird teuer gekauft. Da kann man auch tatsächlich alles rausgeben. Jetzt haben wir noch zig Töpferwaren, die ich hier hochschieben muss. Aber das ist gut. So, wir würden jetzt 2000 erhalten. Hier gibt es aber tatsächlich auch. Oh, sehr billig Samt. Sehr billig Samt, Freunde. Du kannst tatsächlich alle drei einpacken gehen. Das lohnt sich. Oh. So, eine Töpferware nehmen wir jetzt nochmal mit, um die hier zumindest voll zu machen, dass es da ein bisschen schöner aussieht. Die drei Pulver nehmen wir mit, Freunde. Sieht auch gut aus. Leder ist nicht so. Das Färbemittel nehmen wir mal tatsächlich. Ja, drei Stück mit. Ist okay. So, und das haben wir alles da gelassen. So, das heißt, wir zahlen jetzt 1000 nochmal und haben immer noch nahezu ein volles Inventar und das ist tatsächlich auch mit geilen Waren gestückt. Oh, Freunde, wie gesagt, also der dicke Profit, der wird hier einfach jetzt gemacht. So, jetzt müssen natürlich die Waren loswerden. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier wieder einigermaßen durchkommen. Aber hier ist jetzt alles polnisch. Also, es ist gerade gebietlich echt Mist. Ich kann besser über Russland laufen. Ich glaube, das ist sicherer. Ja, genau, machen wir den Rückweg tatsächlich über Russland. So, das heißt, Perislav, da hinten, die Ecke müssen zuerst hin. Oha, da sind tatsächlich wieder 70 Einheiten. Glücklicherweise haben die es auf die paar Kundschafter abgesehen, nicht auf uns. Ah, Polnische Republik, hier gibt es einen Wegzoll zu entrichten. Freunde, halt an die Brandmänner, Wegzoll zu entrichten. So, und jetzt habe ich gerade ein paar Verfolger. Die hänge ich aber ab, indem ich jetzt einfach in der Stadt verweile. So, jetzt sind wir zur Taverne. Gibt es hier noch irgendwen? Leichte Söldnerkavallerie? Nee, eher weniger. Marktplatz. Hier schon irgendwas los. Das Pulver geht hier ganz gut weg. Und zwei. Plus hier nochmal ein. So, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, haben wir jetzt fast 10.000 in der Tasche. Dafür können wir definitiv hier schon mal übernachten gehen. 180 Taler zahlen wir, aber ist okay. So, der hat sich jetzt verzogen. So, das schaffe ich so nicht drüber. Das muss ich über die Brücke regeln. So, abgehängt. So, nächstes Ziel, Festung Briansk. Jetzt muss ich auf russischem Gebiet stehen. So, Warschau wird belagert. Hier steht jetzt ein paar Kundschafter von den Kosaken. Das ist okay. Hier moskowitischer Handelszug, auch in Ordnung. So, Festung Briansk. Leder geht hier gut weg. Töpferwaren gehen hier gut weg. So, Färbemittel wären auch schon in Ordnung. Das lassen wir erstmal nochmal. Gehen wir ein bisschen weiter mit in den Norden. So, weiter geht's Richtung Kursk. So, hier. Nee, nicht so. Hier kann man tatsächlich erstmal zwei Färbemittel lassen. Samt würde ich ganz gerne erst bei 1000 verkaufen. Ich weiß, dass das halt sehr viel wert ist eigentlich. So, und jetzt Richtung Tula hoch. Und das heißt, jetzt gehen wir auch tatsächlich wieder in ganz andere Gebiete. Hier im Reich. So, auch hier nochmal wieder eine Taverne. Aber jetzt hier halt nichts getan. Nee, also hier ist tatsächlich gleich. Das soll ich das nächste Mal einfach gucken, wenn wir drüben sind. So, 1000. Sehr schön. Geht doch. Aus Fernmittel lässt sich hier gut verhökern. So, nochmal ein Tausender. Ah ne, das kriegt er tatsächlich nicht hin. Das heißt, wir müssen zum Waffenhändler. Oh, Rüstungshändler. Rüstungshändler reicht. Der kriegt's hin. Und die hat er tatsächlich. Oh, noch ein paar dicke Handschuhe, Freunde. Panzer sind schon dick. Also Fürst, die ist mir jetzt ein bisschen arg teuer, aber zumindest die dicken Handschuhe kann man tatsächlich schon mal einpacken gehen. Das heißt, die anderen Lederhandschuhe können wir dann gleich unserer Freundin geben. So, und das war's dann hier soweit. Genau. So, das heißt, jetzt mal ganz kurz vorbeigesehen bei ihr. Fatima, meine Liebe. Wie sieht's hier aus bei dir? Du hast hier einen, dann kriegst du da jetzt vier. So, und jetzt haben wir halt noch nicht mehr so viele Waren, gebe ich offen zu. Aber haben wir auch zicke Geld jetzt zusammengesammelt. Also, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Reisan, und dann sind wir auch gleich schon in Moskau. So, Freunde. Reisan. Mal
Mäßig. Nee, halte ich nicht viel von. Lassen wir so. Voll ist auch nicht so prickelnd. So, auf geht's hier oben. So, und zwar dann jetzt die Gemischtwarenhändler. So, Samt, okay, komm, Töpferwaren lässt es auch weg. Ich möchte die ausgetauscht haben. So, rohe Seide für unter 600 ist gut. Pulver ist gut. Pelze nicht so. Die Butter kennt man ja. Und das war's auch. Aber zumindest ein paar Waren haben wir jetzt 1100 für bekommen. Plus, dass wir jetzt zum Waffenhändler müssen. Und, ach Mist, der hat seine Amiquilet. Oh, ein Miquilet-Karabiner. Oh mein Gott. Hashtag richtig geile Waffe, Freunde. Hier gibt es noch einen guten dicken Stahlschild. Auch ziemlich geil, aber... Nee, Freunde, hier gibt es jetzt tatsächlich was, was ich echt gern hätte. Und zwar diesen Karabiner, Freunde. Der kostet natürlich jetzt echt die Welt. Also wirklich, der kostet viel Kohle. Aber, Freunde, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich auch wieder eine fünftige Feuerwaffe selber, die auch sehr gut ist. Ich glaube, so eine gute hatten wir gar nicht gehabt, oder? Haben wir schon mal einen Miquilet-Karabiner? Ich bin mir unsicher. Aber kann sich auf jeden Fall sehen lassen, Freunde. Das Ding ist schon echt... Also schon nah am Nonplusultra. Dann nehmen wir den tatsächlich mit, Freunde. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt dann die Waren Richtung Schweden rüberbringen. Und dort noch ein paar Söldner dann rüber retten. Dass wir ein bisschen was aufgebaut kriegen. So, 600, naja, aber die Butter ist okay. Den Rest kannst du knicken gehen. So. Novgorod, nächste Haltestelle. Aber hier oben habe ich eigentlich nichts zu befürchten. Da kann ich eigentlich relativ zügig durch. Taverne aufsuchen, hat sich hier was geändert. Telepathier sollte nach Reisender. Samt, rohe Seide. Ah, zumindest. Ja, sagen wir ein Pulverfass lassen wir hier. Schon okay. Plesgau. Und danach geht es rüber nach Nava. Dann sind wir auch drüben. So, auch hier wieder ein paar Leute verbessern. Aber sieht schon ja alles ganz gut aus, Freunde. Das lässt sich auf jeden Fall wieder mitarbeiten. Roseide nicht so. Das können wir besser mitnehmen. Das passt soweit. Zahlen 400 Taler jetzt tatsächlich eher. Dann geht's Richtung Dwinsk. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das sind zwar sehr viele Russen, aber könnte sich auch mal ein Pole drin verirren. So, hier rohe Seide ist gut. Ein Pulverfass kann man hier auch nochmal lassen. Dafür nehmen wir die Töpferware nochmal mit. Und ein Pelz. Und da halten 1200. Geh nach Dorpat rüber. So. Haben auch hier mal eine Töpferware. Lassen dafür ein Pulver da. Also haben wir sogar zwei Pulver. Gut. Oder nicht gut. Jetzt gut. So, und dann Dünaburg, Riga, Reval, Freunde. Dann haben wir es gleich. So, auf nach Dünaburg. Taverne nochmal aufgesucht hier. Ich mache gerade so ein bisschen Stichproben. Scharfschützen-Söldner. 70 Taler. Gut, ja, freut mich jetzt nicht. Ist okay für eine Einheit. Kaum ein paar Einheiten tatsächlich gebrauchen. So, ah ne, hier kriege ich tatsächlich nicht mal einen verkauft. Pferdehändler hier zumindest ein. Rüstungshändler noch ein. Den letzten können wir dann auch hier gleich lassen. Aber nicht genau hier, sondern halt beim Waffenhändler. Ach Mann, ey, ist das mein Elend. So, gut. Okay, haben wir jetzt dann 5600 Taler. Jetzt bleiben noch Riga und Reval. Bogdubensk wird jetzt tatsächlich auch wieder belagert. Das ist aber hier unten. Okay, da muss ich mir keine Sorgen drum machen. Gemischtwarenhändler, Freunde. Wie schaut es hier aus? Pelze sind hier sehr teuer. Pulver dafür sehr günstig. Und das war's dann auch. Wir zahlen 1000 Taler dafür. Gehen hoch Richtung Reval. Und dann müssen wir aber einen Cut setzen, Freunde. Denn dann haben wir es tatsächlich auch schon wieder... So, Reval nochmal eben fix. So, hier nochmal zum Händler. Die Töpfe waren sie auch günstig. Pelze sind ja auch sehr günstig. Das Salz unter 150, Freunde. Lass ich mich auch mal nicht lumpen.
Wollte ich jetzt nicht so, aber ja, genau so machen wir das. So, dann haben wir es nochmal 1700. So, gehen wir ganz kurz ins Stadtzentrum, fragen wir bei der Kaufmannsgilde nach. Wir haben dort 5700. Gut, da kann es tatsächlich das Geld erstmal vermehren gehen. So, 2900 werden wohl kaum nochmal eine neue Gattung an Truppen sein. Wir gehen nochmal in die Taverne hinein, kriege ich den jetzt hier irgendwie los. Nochmal Scharfschützen, Söldner, Buchhändler. Ah, Ramon der Sklavenhändler. Tavernengast, ja, das reicht mir hier erstmal. Keine Ware, ja, ich weiß, wir sind Sklavenhändler. Sklavenhändler, das wisst, hoffentlich wisst ihr alle, Freunde. So, ich habe was von Interesse für euch sein könnte. Hier, 72 Taler. So, haben wir auch endlich mal weg. So, da hinten haben wir noch ein paar Scharfschützen-Söldner. Zumindest die können wir dann tatsächlich nochmal anheuern. Alles, was so Richtung Schützen geht, Scharfschützen ist gut. So, nehmen wir mal mit. Und damit, Freunde, haben wir es dann jetzt also auch für heute. Also, 28 Truppen haben wir jetzt wieder. Nochmal 5 Scharfschützen-Söldner angeheuert, die uns noch ein bisschen aushelfen sollen. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Waren auf jeden Fall dabei, die wir nochmal verkaufen müssten. Aber wir machen jetzt tatsächlich langsam Geld, haben mittlerweile auch jetzt eine gute Feuerwaffe bekommen. Also heute auf jeden Fall wieder ordentlich was geschafft. Da kann man tatsächlich nicht meckern. Mit dem nächsten Geld, was dann so reinkommt, soll dann planmäßig der Trupp nochmal wieder aufgefüllt werden. Dann haben wir tatsächlich wieder einen kriegsbereiten Trupp, Freunde, dass ich sagen möchte tatsächlich, dass wir, nachdem die Woche so katastrophal angefangen ist mit 2 Leuten und keiner Waffe, dass wir, denke ich, die Woche planmäßig aus meiner Sicht zumindest beenden sollten, damit einer ordentlich schlagfertigen Truppe, dass wir uns dann aber nächste Woche dann wieder vernünftig so Getümmel stürzen können. Aber, Freunde, ob das alles so der Fall sein wird, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag, haltet die Ohren steif, haut rein und ciao.